Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen! Wartet kurz. Guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer erneuten Episode Angekommen. Bevor das Video beginnt, muss ich euch noch eine fröhliche Nachricht überbringen. Heute war mein letzter Schultag. Ja, aber sie haben doch gesagt, sie können mir dann helfen. Nico, geht echt nicht. Steven ist gewonnen! Und jetzt geht's endlich los. Jetzt mache ich ein Praktikum beim besten Unternehmen der Welt. Aber dranbleiben. Alter. Dieser Tipp. Deswegen ist deine Comedy auch ein bisschen stumpf. Ja, komm rein. Bleib einfach dran. Ich finde jetzt nur echt das lustig. Oh, scheiße. Ist halt volles Drecksunternehmen. Ich möchte euch kurz was erzählen, und zwar eine kleine Story. Ich meine, ich bin heute Morgen aufgestanden, hab mir, ihr kennt mich, hab mir wie immer nichts Böses gedacht, ja? Will mir da ein Messer nehmen. Auf einmal fliegen 10.000 so kleine Scheißfliegen von diesem Drecksmesser weg. Ich bin ins Internet gegangen, hab geguckt, was man auf den Tisch stellen muss, ja? So ein Behälterchen mit schön viel Putzmeckel drin, damit die richtig schön verrecken. Schaut euch das an. Ja, ich alle! Früchte reinzermahlen und so, damit die dann da schön drauflegen und denken, ah geil, hier gibt's was zum Essen, hier gibt's nichts zum Essen, hier mitgebracht. Aber wie noch sei, ich war letztens im Gym mit Tim. Es war ein Satz, der ultimative. Ich bin auch wirklich beeindruckt, dass ich den Satz gepackt habe. Leute, ich habe mich heute für einen Satz entschieden. Ich weiß, das ist heftig. Aber ich habe mich dafür entschieden. Macht euch keine Sorgen um mich. Die 40 Kilo Kreuze haben mich gerade richtig heftig weggehauen. Ich weiß nicht. Kurze Anmerkung: Heute Abend bin ich in Stuttgart mit Tim Gable im Club im Village unterwegs. Also das heißt, wer heute Abend Bock hat, ist eine 16er Party. Ja, ich, dass ich 19 bin. Ihr hört es, ja. Nee, ist so ein bisschen so ein Fan-Treff. Also wer Bock hat vorbeizukommen, ist zwar ein bisschen kurzfristig, ich weiß. Aber unten findet ihr den Link in der Beschreibung, wie ihr hinkommt. Dann muss ich euch jetzt noch eine kleine Story erzählen. Wahrscheinlich richtig witzig, die Story, oder? Ihr kennt ja sicherlich solche Soft-Air-Pistolen, gell? Wir dachten so, ey, cool, bisschen Soft-Air spielen. Hey, macht bestimmt übel Spaß und so, gell? Dann sind wir in so einen Park gegangen. Hey, geil, lass ein bisschen im Park spielen. Wir alle so Brillen angezogen und so, gell? Die ganze Zeit mit der Waffe in diesem Park so rumgelaufen, gell? Wahrscheinlich kommt auf einmal die Polizei. Ja, Sie haben hier mit Waffen gespielt, wir nehmen sie jetzt fest. Wisst ihr, was ich zu denen gesagt habe? Wahrscheinlich! Spielt auf keinen Fall mit denen in der Öffentlichkeit, Alter, sonst werdet ihr gefisst. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr heute Abend mit am Start wärt. Obwohl, nee, komm, bleibt einfach zu Hause, ich hab eigentlich gar keinen Bock auf euch. Verpisst euch!